Die Spieler wurden ordentlich unter Druck gesetzt in verschiedenen Gesprächen. Also, da brennt die Luft beim SSV. Und ganz ehrlich, Wirkung zeigte dieses Krisengespräch erstmal nicht. Rainer Mlech eigentlich nur defensiv beschäftigt. Der Jan kam irgendwie nicht so recht ins Spiel. Klar, hatte man sich gegen den Tabellenletzten einiges vorgenommen. Rhein kam aber nicht nach Regensburg, um sich abschießen zu lassen. Ganz klar. So verstrichen die ersten Minuten. Wir zeigen Ihnen hier die besten Möglichkeiten. So richtig torgefährlich waren die Regensburger, aber in den ersten 25 Minuten nicht. Das ist Markus Zierreis, der versucht es hier mal. Ja, aber der geht dann auch weit übers Tor. Der SSV spielte nicht aggressiv genug. Sie trauten sich irgendwie wenig zu. Man hatte schon fast den Anschein, das Selbstvertrauen ist flöten gegangen. So war Rhein zwar nicht oft vorm Tor, aber wenn sie dann doch mal den Weg dorthin gefunden haben, war es meistens ein Fehler des Jans. Zeigt sich in zwei späteren Situationen ganz deutlich nochmal. Wir bleiben am Ball. Die Szene geht ungeschnitten weiter und sie merken schon, irgendwie fehlt da die Spritzigkeit. 28. Minute. Markus Paljones, der geht hier mal mit vor. Der sieht Kolja Pusch. Und ja, jetzt wird's doch schön langsam mal. Aus gut 20 Metern zieht er ab. Da fehlte nicht viel. Und jetzt kommt eine der beiden Szenen, die ich Ihnen schon angekündigt habe. Andi Geipel mit dem Riesenbock im Mittelfeld und dann wird's brandgefährlich. Man kann vom Glück sprechen, dass Rhein im Abschluss so harmlos war. Da hatte Geipel einen kurzen Aussetzer. Kurz vor der Pause nochmal die Möglichkeit für den Jan. Trettenbach kämpft sich hier durch. Sein Pass landet über Umwegen bei Uwe Hesse. Ein strammer Schuss. Ja, da lässt er erst einmal den Kopf hängen in der Zeitlupe, sehen wir aber, da fehlte nicht viel. Die Fans waren etwas sauer auf ihre Mannschaft, sie sahen einfach zu wenig Druck nach vorne. Wir wollen euch kämpfen sehen, das forderten sie. Ja, und wenn dann so ein Pass daneben geht, wird schon mal ungemütlich für die Spieler auf dem Platz. Hören Sie mal. Die 36. Minute dann. Markus Zierreis sieht Marcel Hofrath. Das ist aber zu ungefährlich. Ähnliche Situation ein paar Minuten später. Hofrath nimmt hier Jan Czorch mit. Von der linken Seite haben sie leichte Probleme an diesem Abend. Kurz vor der Pause ging noch mal ein kleiner Ruck durch die Mannschaft. Uwe Hesse, der holt sich hier den Ball noch. Haris Hiseni, der stellt hier seinen Körper rein. Und Kolja Pusch im zweiten Anlauf, aber auch der geht nicht ins Tor. Es ging mit einem unbefriedigenden 0:0 in die Pause. Auch ein seltenes Bild, der Gästeblock komplett leer bei 3.165 Zuschauern. Man hoffte natürlich schon, dass in der zweiten Halbzeit eine dieser Möglichkeiten dann doch mal ins Tor geht. Wir schauen uns die umstrittenste Szene des Abends an. Haris Hiseni wird hier zu Fall gebracht. Es gibt keinen Elfmeter. Man kann aber auch nicht genau in der Zeitlupe erkennen, ob da eine Berührung vorhanden war. Nur was versteht Markus Zierreis im Hintergrund? Der vergibt hier im Nachgang eine Riesenmöglichkeit. Ein Tor des SSV jetzt aber längst überfällig. Jan Czorch auf Haris Hiseni. Der spitzelt den Ball zu Zierreis und der macht das Ding. Ein wunderschönes Tor, das sieht er. Dass der Torwart etwas zu weit draußen steht, sein 13. Saisontor und die Erlösung. Aber auch ganz, ganz klasse aufgelegt von Haris Hiseni. Dieses 1:0 wäre aber beinahe leichtsinnig aus der Hand gegeben worden. Ali Oderbas, der stolpert hier über seine eigenen Füße. Und dann ist es eigentlich ein leichtes für Johannes Niesner. Der macht das auch gar nicht schlecht. Geht da noch was beim SSV? Die Möglichkeiten wären da gewesen. Zierreis sieht hier wieder Marcel Hofrath, aber der kommt nicht durch. Pentke reagiert hier schnell, paar Minuten drauf, schickt Trettenbach auf die Reise. Der marschiert und marschiert. Jan Czorch ist zwar sein Abnehmer, aber nicht der Torschütze. Zum Schluss fehlte dem Jan dann etwas die Konzentration und da hatte der Jan jetzt richtig Glück. Das muss man einfach mal so sagen. Zierreis springt der Ball hier an die Hand im Strafraum, soweit man das hier erkennen kann.
Das hätte auch Elfmeter geben können. Zwei umstrittene Strafstöße also, die für beide Seiten nicht gegeben wurden. Für den Jan heißt es dann am Ende 3 Punkte. Weiter geht's für sie bereits am Dienstag auswärts in Amberg. Und damit diese Auswärtsschwäche ein Ende hat, ändert der Jan einfach seinen gewöhnlichen Ablauf. Die Spieler reisen dann nämlich in Privatautos an.